Multiplayer und Fähnchen und es wird das beste Spiel aller Zeiten. Ja, dann. Noch Fähnchen auf der Straße. Jetzt los! Gerade kam die Frage, ob es noch mehr Biome geben wird und ich kann das, glaube ich, mit einem Ja beantworten. Ja, natürlich. Also mehr Bergtypen und so, das haben wir auch schon auf der, das steht sogar, glaube ich, auf der offiziellen Early Access Feature-Liste, die wir noch machen wollen. Also mehrere Bergtypen und so, das wird sicherlich geben. Die sind kampflustig, ich sehe es. Jetzt beißen sie den Bär die Haxen ab. Ja, aber sein Eisbär, der ist schon tough. Aber ich finde, bewaffnete Wikinger sind auch ganz schön tough. Wir machen mal die Leertaste, damit wir mal sehen. Oh, das ist ein bisschen viel. Aber jetzt müssen wir. So ist noch mehr. So, es geht's. Los! Mach das Blaue weg! Nein, nicht das Rote, mach das Blaue weg! Ja, ansonsten brauchst du Bier. Ja, ich weiß. Und das ist Malzbier. Ihr habt das sehr kindgerecht gemacht. Ihr hättet es wahrscheinlich Bier gelassen, aber man hat gesagt, ein Knuddelspiel muss Knuddel bleiben. Das heißt, wir hätten es lassen können, aber da gibt es halt immer Diskussionen. Also Bier, weil wir halt mit Bier die Soldaten besser machen und Alkohol. Alkohol ist gut, Kinder. Ja, das ist dann, nein. Das kommt. Verstehe ich, ist ja auch in Ordnung. Die Diskussion wollte einfach aus dem Wege gehen. Aber das ist auch geschichtlich nicht korrekt. Die Wikinger trinken ja alle kein Malzbier. Weil. Ja, hätten wir es vielleicht Met nennen können. Ja, dann hätten wir es ja irgendwie aus Honig machen müssen. Ja. Stimmt. Wir haben ja Weizen, hast recht. Ach, schwierig. Ja, Ein Imker? Das ist doch die Idee. Mehr Inseln auf einer Karte und Schiffe. Ja, ich mag keine Schiffe. Schiffe waren irgendwie immer Pain. Also mal gucken. Also denk mal eine Brücke? Brücken eine kann man Brücke. Nachdenken. Ja, also das war auch so ganz am Anfang so eine Idee, dass der Berg auch noch viel zerklüfteter ist, dass du viel mehr Abhänge hast oder auch tiefe Furchen hast und die du mit Brücken dann überwinden musst. Das, okay. das möchte ich jetzt nicht versprechen, aber das war auf jeden Fall auch schon mal auf der Liste. Kommt so, wir ziehen die Jungs mal um, bevor sie wieder verhungern. Hier kam gerade die Frage, wie wir dem Konzept des Berserkers gegenüberstehen. Nackt und auf Drogen bis in den Tod. Okay. Den Konzept des Berserkers? Spiel oder so generell? Nein, also ich glaube im Spiel, weiß ich nicht, wahrscheinlich, es wird irgendwie mehr Kampfoptionen geben. Wie die aussehen werden, wissen wir noch nicht genau, aber ja, also momentan hat man halt noch zu wenig Möglichkeiten. Das ist uns auch bewusst. Ja. Oh, das Gebäude ist fertig, sehe ich gerade, der Kurier. Wo ist er denn? Ich kann ja jetzt einblenden, dann gucke ich mal. Ah, da ist ein Kurier, erster Kurier und erster Kurier. Ja. Das ist sehr gut, finde ich gut. Also es ging mir am Anfang so, wenn man das Spiel nicht kennt, dann ist es manchmal schwierig zu entscheiden, habe ich schon einen Fischer gebaut oder solche Dinge. Wie willst du im hohen Norden Bienen züchten? Da hast du recht. Das sind spezielle Winterbienen. Eisbienen. Ja. Eisbären, Eisbienen. Wikinger, Eisbienen. Und die Eisbienen. So, ich rüste jetzt mal meine Wikinger auf. Ich habe das mal ein bisschen schneller gemacht. Jetzt will ich mal in die nächste Karte. Da kam auch gerade noch die Frage, ob wir Lagerspezialisierung, also spezielle Lager machen für Baustoffe oder so. Das nicht. Wir denken aber darüber nach, dass du in den Lagern bestimmen kannst, was du eingelagert haben möchtest und was nicht. Das wäre gut, Du hast ja diese UI, wo du die ganzen Waren siehst, dass man einfach draufklicken kann und sagen kann, nee, das jetzt hier nicht. Und dass du so ein bisschen mehr Kontrolle darüber hast, was wohin kommt. So, ich sehe jetzt gerade, mein Holzfäller hat ein bisschen wenig Wege Richtung Wald. Also ziehe ich mal einen Weg hier hoch oder so. Genau, das ist der Punkt. Dann kommt auch wieder ein paar Bäume. So, ich würde jetzt gerne in die nächste Karte. Irgendwie fehlen den Waffen. Warum habt ihr keine Waffen, Jungs? Wo ist mein Steinmetz? Sammelt jemand die Waren ein? Ja klar, das Lager, der Lagermeister holt ja die Waren, oder? Oder bringt der Steinmetz? Im Radius passt das schon. Du kannst ja natürlich auch einfach einen Waffenmacher jetzt daneben bauen und dann baut ihr auch die Steinäxte. Übrigens, also Besser sind. Die Steinäxte, die der Waffenmacher baut, sind besser als die, die sich selber bauen. Das hat mich auch irritiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt verändert worden ist. Wir setzen erstmal den Waffenmacher da hier rein, ist zwar rot. Hast es das ja. Wird teuer. Ja, das ist mir egal. Wer hat, der kann. So, ich hoffe nur, es haut hin. Was mich irritiert hat, war, was war denn das, dass sie irgendwie beide Steinaxt hießen und ich dachte, warum macht der Steinaxt, wenn die es von alleine holen? Also wozu brauche ich einen Waffenmacher? Irgendwie sowas war das. Muss mal gucken, wenn das Ding fertig geworden ist. Die selbstgemachten Äxte heißen nur Axt und das andere sind die Steinäxte. Also die werden aus gleichen Materialien gemacht. Aber ne, der Stein, der Waffenmacher, der kennt sich halt besser aus. Der weiß halt, wie so eine Axt besser auszutarieren ist. Und Könnte man nicht das Primitive... Also mich hat irritiert, weil die Steinaxt des Waffenmachers... Das andere ist ja auch eine Steinaxt. Ja, du meinst, dass man die dann eher einfache... Primitive Axt. Einfache Axt. Primitiv ist ein doofes Wort, aber einfache Axt. Genau, und ich will, dass die in den Sockel reingehen. Da unten ist eine Tür, warum gehen die nicht unten rein? Ja, komm.
Ja. Geht's euch im Chat gut? Guck mal, 500 Leute sind wir jetzt, 507, um genau zu sein. Haben wir doch noch einige hier gefunden. Wird es Boote geben? Haben wir von denen gesagt, nee, Boote sind nicht auf dem Plan, weil Boote sind doof. Ich will nicht sagen, dass es die nie geben wird, aber die haben momentan keine Priorität. Ja. Ich lasse mich da ja auch gerne überzeugen. Ne? Also wenn alle sagen, Boote sind total cool und irgendwie wäre da ein cooles Design für Finn, wir es auch gerne mit seinem technisch cool einsetzen können, dann kann man darüber nachdenken. Wie groß heißt die größte Karte? Also da steht ja mal große Karte, etwas größere Karte und so weiter. Die größte Karte, die ist glaube ich also in Feldern, ist glaube ich 640 Pixel oder Felder in Quadrat. Also quadratisch können die nicht, ja. Also sie kann nicht 640 mal 640 sein, wir begrenzen aber, das so ein bisschen, weil sonst absolut. Dann das Verhältnis. Aber die Berge, die werden schon sehr groß und wir könnten die Berge auch noch größer machen, aber wir wissen halt gar nicht, also das dauert dann halt ewig, die Karten zu spielen, weil die halt einfach immens groß sind. Ja, verstehe. Weil wir alles generieren und dann hast du auch mehr Gegner drauf und die Wege werden viel, viel länger. Deswegen macht das irgendwann wenig Sinn. Ich muss mal ganz kurz einen neuen Subscriber begrüßen. Oli CatCat, vielen, vielen Dank für deinen Support. Schön, dass du da bist und willkommen hier im Stream und viel Spaß heute Abend. Das ist wichtig an dieser Stelle. Ein ganz neuer. Vielleicht lese ich dich auch in 8 Monaten. Wäre schön. Schön, dass du da bist. Also ich glaube, also Fischerboote, ist das eine Alternative? Sind Fischerboote eine Alternative, lese ich gerade? Ja, also die. Ein erweiterter Fischer, ein Anbau für einen Fischer. Da ja, hat er einen kleinen. Ein kleines. Da wollen wir uns jetzt mal nicht generell gegen versperren. Klingt doch gut. Genau. Da kam jetzt gerade die Frage, ob man Ehre nur durch Kämpfen bekommt. Nee, man bekommt Ehre auch durch Gebäude bauen. Also jedes Gebäude, was fertig wird, gibt dir auch Ehre. Du kannst also auch durch deinen Aufbau deiner Wirtschaft Ehre sammeln. Und man bekommt jetzt auch Ehre durch Freischalten von neuen Dingen. Genau. Ah, also okay. Der andere neue Knopf unten rechts. Ja, ja jetzt direkt, die nächste Erfolge. Genau, also alles, was du hier schaffst, gibt allen Wikingern Ehre. Mal gucken, Hasentöter hat Thomas ja an. Wolf, Valhalla 1. Einer der Wikinger hat Valhalla erreicht und muss nicht weiter um Ehre kämpfen. Gut, der ist noch ein bisschen weiter weg, da muss noch ein bisschen was machen. Ah, okay. Der große Benenner. Du hast einen Wikinger umbenannt. Ja, ganz einfach. Das hast du noch nie gemacht? Nein. Habe ich noch nicht. Echter Gipfelstürmer. Deine Wikinger haben 10-mal geschafft, Valhalla Hills zu erklimmen. Habe ich noch nicht. Dann habe ich noch nicht 10 Karten gespielt wahrscheinlich, oder? Ja, mit dem Profil halt, ne? Das ist okay, stimmt, ja. Wikingermacht. Du hast während deiner Mission 1000 Wikinger ins Spiel gerufen. Boah. Architekt. Na, kommt noch ein bisschen was. Sind halt alles so Ziele, die auch ein bisschen weiter weg sind, ne? So, ich will jetzt, dass hier meine Wikinger groß und stark sind und die haben alle eine Axt, das heißt, die haben die super Axt, außer Bjalfi, der ist ein bisschen der Pazifist, aber der darf trotzdem mit. Den ziehen wir jetzt hoch. Ich will nämlich jetzt endlich weiter auf eine größere und andere Karte vor allen Dingen. So, Jungs, kommt. Jetzt gibt's aufs Maul. Da fehlt ein Stöckchen. Es ist halt auch wichtig, darauf zu achten, dass die Karte zu gewinnen bringt einen halt nicht unbedingt am schnellsten weiter, sondern man sollte halt ein bisschen darauf achten, was man machen muss, um halt Dinge freizuschalten. Also, wenn man halt darauf spielt. Ne? Also jeder spielt ja das Spiel, wie er es mag. Man kann halt schnell eine Karte beenden, lässt dann vielleicht ein paar Dinge liegen und vielleicht ein paar Freischaltungen dann erst auf der Karte nicht mehr erreichst. Aber am Ende des Tages verlierst du was. Also ne, jeder Progress, jede Aktion, die wird mit protokolliert und ob du jetzt gewinnst oder verlierst oder eine Karte zu Ende spielst oder abbrichst, das tut nichts zur Sache. Das nimmst du trotzdem alles mit. Verstehe. Muss ich mal kurz meine Frau fragen, macht die irgendwas im Internet? Junge Frau, laden Sie hoch, ich hoffe nicht. Das würde nämlich heute nicht von der Bandbreite ausreichen. Wir haben nämlich, die Technik heute ist die ist Technik Wahnsinn. Heute. Es könnte nämlich gleich zu Rucklern kommen, wenn sie da hochlädt. Warte ich ganz kurz mal das Feedback ab, wir haben ungefähr 20 Sekunden Delay. Ich hoffe, hier passiert nichts. Aber ich glaube nicht, dass er das macht. Bitte nichts hochladen und Upload ist heute knapp. Musst du mich Bild übertragen plus. Nee, guck den Stream. Okay, das macht nichts. Download ist okay, das haben wir genügend. Gut, dann warten wir es mal ab. Gut. Da kommt ein Golem raus. Wie viel haben wir denn noch? Wie viel sind es aber nur noch? Ach, das ist easy. Komm her. Und, zeig mal. Ja. Und? Oh, da kann man noch ein paar. Ja, das macht nichts. Meine. Ohne Bier geht auch. Aber der Golem ist schon eine harte Nuss. Ja, aber der ist gleich weg. Jetzt nämlich. Pam. Ja, die zwei Bogenschützen. Ja, die sind dann natürlich leichtes Futter. Easy. Genau.
Und jetzt? Oh, da liegt Gold. Jungs! Gold! Hier, was ist... Das ist mir aufgefallen. Manchmal blockieren die sich gegenseitig. Kann das sein? Ja, ja. Okay. Ja, blockieren nicht, aber es ist dann, wenn die so auf dem Punkt stehen, dann... Das klappt nicht so richtig. Die stehen dann hinten, der vorne kriegt aufs Maul, der hinten steht... Und denkt sich, aua, möchte ich nicht vorne stehen. Auf zur nächsten. Oh, schon wieder eine Schneekarte. Wow, der ist aber hoch. Aber schick. Ist das neu? Gibt es einen neuen Landschaftsgenerator oder ist das einfach Zufall jetzt? Das ist Zufall. Was neu ist jetzt auf den Schneekarten, da haben wir so ein bisschen die Bäume rausgenommen. Da waren teilweise sehr, sehr viele Bäume, sehr, sehr dichter Wald, dass du kaum irgendwie Gebäude bauen konntest. Das ist halt ein bisschen lichter geworden. Mir persönlich fehlt schon wieder Stein. Ja, da ist ein bisschen. Wie gesagt, wenn dir die Karte nicht gefällt, du verlierst auch gar nichts, wenn du sagst, okay, ich mach mir einfach eine neue, ne? Das, du musst. Und wir gucken nochmal an, was wir noch kriegen. Ich gehe mal ganz kurz raus. Oder kann ich. Nee, kann ich nicht. Muss ich im Hauptmenü raus und dann. Genau, muss ins Hauptmenü gehen. Neue Karte. Glaub, ja, es ja. Es fehlt der Steinuntergrund. Dann würden mehr Steine kommen, oder? Ja, das kann sein, ja. Also, genau, es gibt doch immer diese Flecken, die so. Die wollen irgendwie heute nicht. Es gibt doch immer so Flecken, wo so mehrere Steine drauf sind, wo später der Geologe ja, auch... Das hat mit den Untergrund-Patterns zu tun und hier ist ja, jetzt wieder gar nichts davon. Ne? Also ja, die Karte ist schon anspruchsvoll. Was mich gerade wundert, der macht 192, 192, das verändert sich nicht. Oder ist das später, nee, wo er das auch das ungleichmäßig... Später. Du musst jetzt die größeren Karten freispielen. Das ist, okay. Ja, wir schalten ja die Berggröße nach und nach frei. Ah, das sieht doch... Aber wenig Stein auch wieder. Zwei. Aber doch hier oben. Das Portal sitzt. Welches Portal? Da rechts. Wo ist noch ein Portal? Ne, meinst du schon das hier? Das Zielportal. Das sitzt. Ja, das ist da rechts. Nicht ganz so hoch diesmal. Das hatte ich ja einmal im Let's Play in den ersten Folgen. Da war mein Startportal neben dem Zielportal ja, auf einmal oben. Das passiert halt durch den Zufallsgenerator. Gerade auf den kleinen Karten kann das passieren. Ist, finde ich, aber nicht ganz so tragisch, weil du musst das Portal immer noch öffnen und dann auch gerüstet sein. Also, was meiner Frau gestern passiert ist, dass das Zielportal hier ist Stein. Hintergefallen ist. Und das haben wir noch nie gesehen. Was ist das? Das Zielportal ist? Das war quasi hinten im Meer, hinter dem Berg. Oh, okay. Man könnte es als Bug bezeichnen. Ja, oder Feature, wer weiß. Da bräuchten wir jetzt wieder Boote. Ja. Also da kam jetzt auch gerade die Frage, ob es irgendwann Wikinger geben wird, die sich mit Schilden ausrüsten können, also Tanks, also dass die Aggro ziehen. Darüber denken wir schon nach. Also gerade so dieses ganze Kampfsystem, die ganze Choreografie und die ganze, ne, wie die verschiedenen Einheiten miteinander auch interagieren, da sind wir auf jeden Fall dabei. Jetzt kommt gerade noch die Frage, ob es Flüsse geben wird. Flüsse sind so am Berg, die fließen halt so schnell bergab, wir haben Wasserfälle. Also Flüsse selbst haben wir jetzt nicht vorgesehen. Da wurde gerade gefragt, ob man die Edition upgraden kann. Das geht leider nicht. Die was upgraden? Ob man die Edition, also es gibt ja die Premium, die Contributor Edition. Also man kann nicht erst die normale holen und dann später. Das muss ich schon vorher überlegen. Ja. Also gleich groß kaufen. Aber ab der Premium ist zum Beispiel der fantastische Soundtrack mit drin. Das ist praktisch die nächste Stufe. Genau. So, jetzt setzen wir hier nochmal ein Dings dran und hier oben fehlt noch der Steinmetz. Und der Steinmetz nimmt sich das hier. Da kam halt die Frage noch nach der Linux-Version. Ja, wird's geben. Also wir haben halt jetzt die PC-Version als erste fertig gemacht. Mac und Linux haben wir beide schon ja intern am Laufen. Muss halt noch intensiv getestet werden und so ein bisschen auch gepolished werden. Mhm. Aber die ist auf jeden Fall on Focus. Und ich hoffe auch, dass wir zumindest die Mac-Version auch zeitnah fertig bekommen werden. Das kann man. Ne? Ja, wurde gerade gefragt, wie wir auf die Idee gekommen sind zu dem Spiel. Ja, das kann Thomas wahrscheinlich besser beantworten noch. Ja, die Idee ist entstanden letztendlich, also ganz genau wie jetzt. Also, wir haben halt so ein bisschen geschaut, was wir so gemacht haben und was uns irgendwie Spaß gemacht hat. Ja, wir sind halt mit Dedelix zusammengekommen, haben da Gespräche geführt und da kam halt die Idee, mal wieder so was Klassisches zu machen und also wir haben ja die letzten Jahre als Fanatics sehr viel Free-to-Play, sehr viel Browser-Spiele gemacht und hatten halt eigentlich schon mal wieder das starke Bedürfnis, mal wieder so ein richtig schönes, klassisches, ne, du zahlst einmal, also unendlich viel Spielspaß, Spielchen zu machen für den PC, wo du nicht irgendwie mit einem Flash-Player oder so dich rumärgern musst. Und aus den Ideen halt klassisches Aufbaustrategie machen zu wollen, mit diesen neuen Features des zufallsgenerierten und dieses Freischaltungssystems
da hat sich das einfach so entwickelt. Also das ist ja nicht so eine, Idee hat man ja nicht einfach mal, jetzt habe ich die Idee und dann ist das komplett fertig, sondern so eine Idee, die entwickelt sich ja, so ein Game Design. Ja, das ist praktisch erst mit Fnatic zusammen. Ihr habt auch vorher schon mit Delek zusammengearbeitet. Nee, haben wir noch nicht. Das ist das erste Mal, dass wir Delek zusammen machen. Nee. Okay, und aber das war ja. Wir sind halt ein kleines, unabhängiges Entwicklerstudio und wir reden ja mit vielen, ja, potenziellen Auftraggebern. Am Ende des Tages ist es ja so. Und wir haben Ende letzten Jahres auch mit Delek quasi in Kontakt getreten und haben da die ersten Gespräche geführt und hat sich einfach diese Spielidee rauskristallisiert. Okay, das ist interessant. Schade. Jetzt muss ich mal kurz hier abbrechen. Nein, kann ich es auch nur ausschalten oder muss ich direkt abreißen, um meine... Okay, dann mache ich das nämlich mal. Nein. Ich habe kein Haus gebaut. Das passiert mir sehr oft. Ja, ich finde nämlich... Was du auch machen kannst, ist, du kannst halt einfach die Arbeitsstätten stilllegen. Ne? Dann geht der Arbeiter auch, verlässt das Haus und fängt dann quasi, kann dann Bauarbeiter werden. Ah, okay, verstehe. Okay, weil ich habe ja am Anfang genügend Material, um, sagen wir mal, irgendwelche Grunddinger zu basteln. Ja, also das ist halt auch ein Fehler, dem passiert uns auch noch, dass man doch dann den Holzfäller vergisst oder so, oder den Sägeblock vergisst und dann, ne, relativ schnell in so einem... Und du solltest noch mehr darauf achten, halt immer auf möglichst günstigen Untergrund zu bauen, weil... Ja. Also dein Haus kostet jetzt gerade das Dreifache, da wo du es gebaut hast, im Gegensatz zu einem grünen Punkt. Ich gönne denen was. Jetzt kommt gerade eine coole Frage, ob die Kühe nur als Fleischlieferanten dienen oder ob man die später auch domestizieren kann. Jo, ist geplant. Also. Ja, das kam von denen auch schon mal irgendwie, ob man farmen kann oder sowas. Ja. Macht schon Sinn, gerade fürs nachhaltige Essen. Also Stein ist halt schwierig nachhaltig irgendwie, ne? Man müsste vielleicht minen. Also, ja, das ist auch eine Möglichkeit, ja. dass man in dem Berg auch quasi Stein verteilt und Steinminen hat, die im Berg agieren. Genau, das ist so. Und ich habe einen echt unfähigen Geologen in meinem Let's Play. Er findet nichts. Ja, also du musst, der ist am Hang ist der auch besser als also auf diesen flachen Steinblöcken. Ja. Wird es Bossgegner geben? Ja, die Eisriesen sind ja schon deutlich größere Gegner, aber da wird es auf jeden Fall eine Menge noch geben. Also was so Gegner angeht, da haben wir eine Menge Ideen und ja. Hast du die schon mal gesehen, die Eisriesen? Nur die Golems. Okay. Nee, das habe ich noch nicht gespielt. Also es kommt noch was. Okay, das ist sehr schön. Es kommt gerade die Frage nach einer kurzen Pingelpause. Wollt ihr eine kurze Pause haben? Wir nicht. Also ich nicht. Also ich auch nicht. Also ihr könnt gern gehen. Ich bin ja sehr langsam heute. Ich spiele ja ganz viel, um auch die Fragen hier in aller Ausführlichkeit mit euch zu diskutieren. Deswegen lasse ich mir auch relativ viel Zeit. Da kann man die Frage mal in Wege verschieben kann. Man kann sie wieder abreißen und genau. Sie kosten ja nichts. Von daher... Genau, sind ja keine Ressourcen. Obwohl, man muss ja sagen, wo kommen die Holzblöckchen her? Ja, ist aber auch kleinlich. Das ist ein Geschenk des Gottes des Baumes. Genau. Also von genau. Dir sozusagen. Lego. Übrigens, das fand ich schade. Warum ist das raus? Wegen dem Copyright des Namens? Der Humor kam nicht überall gut an. Sagen wir es mal so. Och, ich fand das ganz witzig. Ich fand das angenehm, dass das nicht so trocken einfach runtererzählt worden ist. Ja. Aber was weiß ich schon. Aber die Story ist ja immer noch locker. Also es ist halt nur eine... Absolut. Nein, es ist ja auch nichts für Business. Und der heißt auch nur Lego. Das gab halt nur im Intro diese eine Szene mit Lego Am Lego. Ne? Das ist, Was macht er denn hier? Arbeitslos langweilig. Wer ist das denn? Niemand, ein Arbeiter. Ingmar ist es. Ja, der hat halt keinen Job. Aber wieso bauen die das Haus nicht weiter, weil Latten fehlen? Und warum fehlen Latten? Weil hier der Förster nicht wieder... Mach mal Latten! Du hast Bretter. Die Baustelle aber auch nicht wieder eingeschaltet. Bitte? Du hast die Baustelle nicht wieder eingeschaltet. Da ist noch ein... Die Baustelle habe ich doch gar nicht ausgeschaltet. Ich warte auf das Haus, dass ich weitere Wikinger nach... jetzt. Okay, ich habe zu... Jetzt können wir. Nee, ich habe auf das Haus gewartet. Ich habe alles andere außer das Haus ausgemacht, damit ich weitere Mitarbeiter kriege. So, jetzt haben wir 8 mehr. Da können wir auf jeden Fall die Position besetzen, die ich hier eben abgeschaltet habe. Anschalten. Was? Da kommt gerade die Frage, was in der Contributor Edition noch drin ist. Da gibt es eine Liste. Ja, Wir gucken mal kurz. Irgendwer postet die bestimmt gleich. Let me google it for you. Welche Version von Valhalla Hills wird es zu gewinnen geben? Hahaha. John, bist du da? Nee. Das werden jetzt wahrscheinlich die Verkaufskeys sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß gerade nicht, weil ich die Keys auch nur. Ich kann es auch nicht. Habe. Lass dich überraschen.
Also, wenn es die Keys sind, die wir haben so ungefähr zum gleichen Zeitpunkt gekommen, dann dürfte das die Premium Edition sein. Aber ich möchte jetzt nicht was versprechen und ihr seid enttäuscht, oh, ich habe nicht die Premium Edition. Ganz kurz, in der Contributor Edition wird nochmal sein, also du hast halt spezielle Hüte, die du halt nur in der Contributor Edition haben wirst. Ja, du kannst ja deine Wikinger auch die Hüte wechseln außen. Du hast den Soundtrack dabei, du hast ein digitales Artbook dabei, Wallpapers, ein Entwicklervideo, spezielle Ingame-Hüte halt, wie gesagt. Den Namen. Ja, genau, den Credits. Dein Name wird in den Credits erscheinen. Da bauen wir auch noch was. Aber erst in der finalen Version. Ja, das wird irgendwann im Laufe. Das wird bald kommen, ja, genau. Das ist okay. Und die beiden Cultures-Teile, genau, die es auf Steam gibt, sind Nordland auch noch dabei. Aber auch noch nicht verfügbar, gell? Doch. Nein, jetzt, wenn man es jetzt kauft, die Contributor, hat man die? Müsste man eigentlich haben, ja. Also. Ich hab sie nicht. Ich hab die Contributor. Okay. Liegt wahrscheinlich an der Preview-Version. Ja, nee, ich weiß warum. Weil du eine Version bekommen hast und nicht das Package gekauft. Ja, ich würde, wenn ich ehrlich bin, hätte ich auch gar nicht die Zeit dazu, das jetzt auch noch zu spielen. Ich war bei Valhalla Hills und das genügt mir auch. Ich bin ja bescheiden. Aber wenn die eine haben möchte, die gibt's auch momentan im Dedelic. Im Angebot, da kommt jetzt noch eine super gute Frage, die uns ein bisschen unangenehm ist, aber wir sollten sie trotzdem beantworten. DLC. Denn in der Contributor Edition ist auch das erste DLC dabei. Und es kam jetzt ein paar Mal die Frage auf, was wird das erste DLC sein? Da müssen wir ganz ehrlich sagen, das haben wir noch nicht im Detail geplant. Es wird sicherlich dann eigene Bergmodi, eigene Gegnertypen, eigene neue Wirtschaftsgebäude geben. Was das aber im Detail sein wird, das arbeiten wir gerade noch aus. Also es wird nicht sein, kaufen einen neuen Hut für 1 Euro. Nee, das bestimmt nicht. Das ist sehr schön, weil das ist ein ätzendes Modell, wie ich finde. Ja, nee, da überlegen wir uns, da möchten wir ganz gerne noch neue Spielmechaniken dazu bringen. Das müssen wir noch ein bisschen sacken lassen. Es wird mehr so im Sinne von der Name DLC ist, also es heißt halt DLC. Es wird aber mehr halt so eine klassische Erweiterung sein. Genau, ja, das auf jeden Fall. Wenn man früher halt ein Mission Disc gekauft hat. Ja, die Zeiten sind ja. Wisst ihr noch, als man bei Battlefield noch modden konnte? Das fällt mir immer so ein. Ich finde gerade vom Modding. Genau, Workshop-Anbindung. Ist sowas geplant eventuell? Oder wollt ihr das im Spiel durch diesen Wikinger-Editor oder sowas? Ist ja sehr modern, dass man die Community an Sachen arbeiten lässt. Also Mod-Support haben wir momentan noch nicht auf der Liste, weil man da halt für auch... Also es ist kompliziert, da müsste halt sehr viel Arbeit und Zeit reingesteckt werden und ist die Frage, ob wir die nicht lieber woanders reinstecken. Genau. Ja gut, im Moment sowieso. Ich meine, das ist natürlich später dann. Ja, später ist halt immer so die Sache letztendlich... Wenn es sich gut verkauft, dann könnt ihr Mod-Support erwarten. Ja, ist halt so. Ne? Wenn es ja, gut läuft und die Leute Spaß dran haben und auch das dementsprechend... Ne? Wir unsere Rechnungen bezahlen können, dann würden wir gerne so wahnsinnig viele Sachen machen, aber let's face it, ne? Jetzt kommt die Frage, wird jemand langsam müde und wollen wir denn verlosen? Ich denke mal, wollen wir schon mal 2 Keys? Ja. Wie viele Zuschauer haben wir denn? Kommt da noch? Wir haben jetzt knapp 500 und wir sind jetzt bei 493, manche sind schon eingeschlafen. Ja, heute läuft Fußball, ne? Ja, heute ist Fußball? Ja, ja. Ach du Scheiße. Dortmund 3-1 habe ich gerade gesehen. Ah, okay, das ist natürlich schwierig. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch mal was, oder? Komm, dann machen wir hier mal Pausen. Da kommt einfach mal 2 raus. Genau, hätte ich auch gesagt. So, jetzt probiere ich das mal.